Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video hier von PHP Gamer. Heute zeige ich euch, wie man ein Last Team Standing baut, beziehungsweise werde ich in diesem Beispiel ein RPG vs Insurgent Map bauen und euch zeigen, wie das funktioniert. So, fangen wir auch direkt an mit dem Titel. So, Beschreibung, irgendwas, Foto, irgendwas. Das können wir dann immer nachträglich noch mal ändern. Fangen wir jetzt lieber erstmal mit dem Auslöser. Gut. Also, für den Ort müsst ihr euch einen Ort finden, wo ihr eine Straße habt und nebendran ein Gebäude mit einer flachen Oberfläche, wie zum Beispiel hier. Warum werde ich noch gleich erklären. Momentan bin ich genau hier auf der Karte. Ich finde das eine sehr gute Location, um sowas zu bauen, aber es gibt natürlich noch viele andere. So, fangen wir direkt an. Erstmal festlegen der Spielbereich. Dies geht so, kann man den Radius ändern und damit die Größe vom Spielbereich. Ich stelle das jetzt auf 165 Meter. Und dann fangen wir an mit den Zusatzelementen. So. Was ich ziemlich gut finde, ist, wenn wir zu Bojen und Plattformen geben und dann zum letzten haben wir diese Plattform hier. Ist jetzt so, wenn wir die einmal umdrehen. Das ist jetzt ein Grafikbug, aber normalerweise sieht das so aus, wie ihr wahrscheinlich schon wisst. Können wir jetzt hier an dem Haus so einen kleinen Steg bauen. Position muss auf dem Wasser sein. Muss. Ach, wie auch immer. Benutzen wir einfach was anderes. Wie zum Beispiel Western Baustein. Dieses Element. Weil die größeren sind alle wieder zu groß. So. Bauen wir dies so hier hin. Und dann müssen wir jetzt halt hier so ein bisschen hier rumspielen, bis wir die richtig haben, so. Um hier eine kleine Plattform zu bauen. So, es geht schon. Und hier noch ein. Perfekt. Jetzt haben wir eine kleine Plattform. So. Jetzt fangen wir mit den Team-Startpunkten an. Team 1 wird hier oben sein. Wir benötigen 4 Startpunkte, wie man unten rechts sieht. Also machen wir einfach mal 1, 2, 3, 4. So. Dann fangen wir sofort mit den Waffen an. Wir gehen hier zu schwere Waffen. Dort könnt ihr auswählen zwischen dem Lenkraketenwerfer oder der Panzerfaust. Und jetzt platziert ihr hier auf dem Hausdach ganz viele von diesen. Warum wir dies auf dem Hausdach platzieren und überhaupt ein Hausdach haben, ist, da wir auf diesen Zusatzelementen nichts platzieren können. Das heißt, wir werden die Spawnpoints hier oben machen und wir werden so abblockieren, dass sie hier runterspringen müssen auf diese Plattform und dann von hier schießen können.
Und so, dass man nicht wieder hier hoch zurückkommt und in Sicherheit gehen kann, weil das wäre nicht wirklich fair. Also platzieren wir jetzt hier mal erstmal ganz viele RPGs. Dass auch jeder genug hat. Ich probiere so viel wie möglich auf einen Platz zu kriegen. So. Machen wir hier noch voll. Man kann 60 Waffen platzieren, also werden wir ausreichend Möglichkeiten haben, dass die Leute genug Munition haben, um auch die Insurgents platt machen zu können. So, perfekt. Vielleicht hier hinten noch, weil wir hier auch noch ein paar Spawn-Punkte haben. So, perfekt. Das reicht. Definitiv. Dann gehen wir wieder zu den Zusatzelementen. Und dann nehmen wir hier kleinere Blöcke, um das hier abzusperren. Müssen wir mal so drehen. Wir müssen das jetzt alles absperren, dass die auch ja nicht von hier oben schießen können. Das wäre dann irgendwie etwas blöd. So, dann müssen wir so drehen. Es muss nicht sehr schön sein. So. Einfach hier aufpassen, dass man nicht flüchten kann. Da ausbrechen. So. Dann haben wir das. Dann suchen wir uns hier noch etwas kleinere. Und die drehen wir. So. Um das hier noch etwas... das ist so komisch. Noch etwas kleiner zu machen. Um hier noch nur ein kleiner Platz lassen, wo die Leute durchkommen können. So. Dann haben wir eigentlich diesen Part gemacht. Jetzt fehlen nur noch die Insurgents. Also. Am besten ist, wenn wir hierfür hier den Parkplatz einfach um die Ecke machen. Und zwar hier. Da benutzen wir wieder einfach ein paar Zusatzelemente, etwas größer, um hier abzublocken. Man kann hier eigentlich benutzen, was man möchte. So. Und auf der anderen Seite müssen wir etwas improvisieren. Da bauen wir ein kleineres Zusatzelement so auf, dass wir auf der Seite durchfahren können. Und hier zumachen natürlich. Und
natürlich die anderen Wege. Mal das so seitlich drehen. Hier auch abschließen. Komplett. So, dass man sich auch nicht hier drin verstecken kann. So. Auf der anderen Seite werden wir einfach erhöhte Stuntstrecken benutzen, da die viel größer sind und das viel einfacher ist. Zum Abgrenzen. Wir wollen ja nicht, dass unsere Spieler einfach irgendwo hinfahren. So. Perfekt. Jetzt haben wir hier so unsere kleine Area. Jetzt können wir schon mit den Team-Spawn-Punkten von Team 2 beginnen. Da brauchen wir jeweils zwei. Besten hier nebeneinander. Da sie nicht überall... Aha, nein. Muss so etwas um die Ecke, sonst ist es... So. Und das genau dasselbe auf der anderen Seite auch. Bisschen komisch. So. Perfekt. Und jetzt können wir auch schon mit den Fahrzeugen anfangen. Dazu müssen wir rüber zu Militärfahrzeugen und dort finden wir auch schon den Insurgent. Tun wir einfach Farbe auf zufällig und wir stellen hier die Insurgents hin. Jetzt wichtig ist, wir müssen unten rechts auf die Anzeige schauen. Man kann nur 30 Fahrzeuge einplatzieren. Das heißt, wir dürfen auf dieser Seite vom Spielfeld nur 15 platzieren, sodass wir ähnlich viel auf der anderen Seite haben. So. Noch einer fehlt uns, den stellen wir einfach so hier rein. So können keine Raketen die Autos treffen. Jetzt gehen wir auf die andere Seite und stellen hier jetzt auch die Autos auf. Und zwar bis alle Fahrzeuge verwendet sind. So, das war's. Nun müssen wir die Rampen hinstellen, um natürlich hier hochspringen zu können. Dafür gehen wir wieder zu Zusatzelemente. Jetzt müssen wir uns etwas überlegen, was hierfür gut funktioniert. Also, mal schauen. Ob wir hier irgendwas finden. Ich überlege, wenn wir so ein Looping nehmen und den drehen, müssen wir hier gucken, dass wir sowas kriegen. Es dürfte eigentlich funktionieren. Einmal hier. Einmal hier. Und auf der anderen Seite auch. Oh. So.
Perfekt. Jetzt müssten wir... Oh. Die habe ich jetzt aber hier viel näher platziert. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Sonst ist das nicht gleich. So. Jetzt ist es etwa gleich. Perfekt. So. Schauen wir, ob wir alles haben. Jetzt können wir hier noch die Farbe ändern von diesen Elementen. Und wir können schon testen. In dem Fall müssen wir noch eine kleine Einstellung einstellen, dass das überhaupt möglich ist. Wir geben nämlich jedem eine Pistole. Und damit... So, Leute. Also... Um zu testen, müsst ihr erstmal einen Alternativweg bauen. Von oben kann man im Testmodus runterspringen, aber wir brauchen irgendwie, wie wir von hier unten nach dort oben kommen. Natürlich darf das eigentlich dann niemand wissen, aber wir bauen jetzt einfach hier hinten so einen Weg hoch, wo wir dann zu Fuß hochlaufen können. So. Und dann machen wir. So. Somit haben wir jetzt einen kurzen Fußweg. Und wenn wir jetzt testen machen, müssen wir beide Teams testen. Fangen wir mit Team 1 an. Bei Team 1 sehr simpel. Einfach hier runter springen. Im Testmodus überlebt man das alles. Im Testmodus überlebt man so ziemlich alles. Und auch die Autos gehen nicht so schnell kaputt, weil das einfach der Testmodus ist. Und das ist nicht wie im normalen Spiel. Also nachher würde man dann sterben, wenn man runterfällt. Aber man muss einfach jetzt rüberlaufen, die Leute töten und auf die andere Seite. Ich werde jetzt einen kleinen Zeitraffer einbauen. So, wie ihr seht, erster Test beendet. Jetzt testen wir Team 2. Für Team 2 wissen wir jetzt, wie es geht. Wir müssen hier einen Insurgent nehmen. Und jetzt fahren wir zu dieser Stelle. Ihr müsst irgendwo in eurem Bauwerk eine Schwachstelle haben. Das hier ist meine Schwachstelle. So, wenn wir nämlich hier, können wir nämlich zu Fuß durchlaufen. Und so kommen wir zu unserem kleinen Weg, den wir gebastelt haben. Jetzt müssen wir nur noch hier hochlaufen. So, und jetzt sind wir hier oben. So, und jetzt haben wir das auch beendet. Und somit ist unser kleines Spiel fertig. Wir haben jetzt nirgendwo mehr. Wir haben jetzt nirgendwo mehr Ausrufezeichen. Wir können das jetzt speichern und jetzt auch noch veröffentlichen. Dafür müssen wir jedoch noch mal kurz nach der Beschreibung gucken, weil das können wir nicht so lassen.
schreiben wir einfach, dies ist ein lustiges RPG. Yes. Ups. Insurgent. So. Das reicht doch schon. Mehr brauchen wir nicht. Zeitlimit stellen wir auf 10 Minuten. Gewinn mit 4 Runden. Kriegt mal mehr Geld. Und jetzt können wir dies veröffentlichen. Und es wird jetzt auf den Social Club Account veröffentlicht. Falls ihr meinen Social Account anschauen wollt und auch die anderen Maps, die ich gebaut habe, checkt den Link in der Beschreibung aus. Dort könnt ihr die Maps downloaden und mit euren Freunden im Spiel spielen. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn es hilfreich war, klickt doch mal auf den Daumen nach oben und lasst mir ein Abo da und schaltet auch Notifications an, dann könnt ihr immer sehen, wenn ich ein neues Video hochlade, um nichts zu verpassen. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt oder Videos, die ich in Zukunft machen soll, dann schreibt mir gerne einen Kommentar in die Kommentarbox unten in der Beschreibung. Und jetzt, ciao.